Wir waren inzwischen nach Berlin gezogen, weil mein Vater kriegsversehrt ist und die Landwirtschaft nicht mehr geschafft hat. Und ich hatte zunächst Schwierigkeiten, in Berlin mit der Schule mitzukommen, habe mich dann da sehr angestrengt und habe dann so einen guten Abschluss gehabt nach der 8. Klasse, dass ich empfohlen wurde für die Oberschule. Und wie gesagt, da ich Arbeiter- und Bauernkind war, wurde ich vorgezogen. Also wäre mein Vater Arzt oder Pfarrer oder sowas gewesen, hätte ich ganz bestimmt nicht Abitur machen dürfen. Ich bin auf die Oberschule gekommen, als das DDR-Experiment noch lief, Hand und Kopf gemeinsam. Wir haben also neben der Oberschule gleichzeitig einen Beruf lernen müssen. Ja, ich bin also von Montags bis Donnerstags zur Schule gegangen und Freitag, Samstag war Berufsausbildung. Wir wurden da eingeteilt. Ich lernte also Krippenerzieherin und arbeitete 4 Jahre lang in einer Wochenkrippe, wo die Kinder montags morgens hingebracht und samstags mittags abgeholt wurden. Und zwar ab dem 3. Lebensmonat. Über diese Ausbildung mag ich heute gar nicht mehr reden. Es ist so gruselig, was wir da gelernt haben, obwohl wir natürlich trotzdem versucht haben, mit den Kindern auch ein bisschen was Schönes zu machen, ja. Aber es lief halt immer alles nach Plan.